Na, wie geht denn so? Und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Ich wollte letzte Mal schon die letzte Waffe holen. Dachte eigentlich, man kriegt die gegen Diamant-Weapon. Was aber nicht so ist. Das war ein Fehler von mir. Denn in meinem Lösungsbuch ist das wohl als letzte Waffe drin, die Rising Sun. Ne? Aber die letzte Waffe ist im versunkenen Flugzeug und die werden wir jetzt auch holen. Wo war das versunkene Flugzeug? Müssen wir jetzt nochmal gucken. Dann die Waffe wollen wir auf jeden Fall haben. Ich würde sagen, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Werde ich die kurz offscreen suchen. Weiß ja ungefähr, was ist. Also hier ist das Boot, wo wir abgeschossen haben. Und wenn wir da rumgehen, müsste es kommen. Ach, egal. Da ist Weapon wieder. Die Sonne scheint gerade ein bisschen blöd rein. Das ist ein bisschen störend. Hier war, glaube ich, das versunkene Schiff. Boot. Bla bla. Ich weiß. Ja, da ist es. Und da ist auch Chaffys letzte Waffe dann. Wir gucken uns da drin mal um. Ups. Kiste hier. Leer. Hau alle Kisten leer. Oh, wieder ein Fehler vom Save Game. Nein, ich kann es euch wieder nicht zeigen. Hier die Flug. In diesen. In diesem versunkenen Schiff kriegt man auf jeden Fall Chaffys letzte Waffe. Okay. Also. Das wollte ich euch noch zeigen. So, wir sehen uns gleich über Midgar. Bis gleich. Wir sind Midgar-Region angekommen wieder. Ich habe kurz die Waffe sichergestellt. Konformer, da ist er. Kann ich sagen. Oh ja. Okay. Das ist also das Problem, wenn man die letzte Waffe hat. Aber wir sind sowieso nicht auf drauf gelegt, dass alles fertig wird. Ist uns eigentlich relativ. HP plus natürlich, okay. Das ist wichtig. Es fertig wird. Alles auch nicht mehr so wichtig. Manipulation. Ja. Es ist ja nicht. Ja. Nicht so wichtig. Oh. Bahamut. Du noch dazu. Chocobo. Wir machen sowieso kein 100%, deswegen ist egal. Ist alles, was wir mit dem einsetzen, tun wir weg. Fertig aus. Geobahnhof. Ja, so lassen wir das. So, okay. Dann geht's mal los. Über Midgar. Wir haben Midgar erreicht. Selbst wenn wir es dahin schaffen, Midgar steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nie, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten.
Hey, wozu haben wir wohl die Highwind? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann durch die Luft. Okay, wir springen mit Fallschirm über Midgar ab. Los geht's! Oh yeah. Mission. Ich habe gerade das Bild ein bisschen richtig hingeschoben. Den könnte es vielleicht ein bisschen gehangen haben. Egal. Nicht so schlimm. Okay. Betrifft die Auswahl folgender Mitglieder. Gruppenmitglieder austauschen. Gucken wir mal. Oh. Unverändert lassen, ja. Los geht's. Also los. Yeehaw. Whee. Okay. Yeah. Oh, oh, oh. Landen. Ja. Heidegger ist hinter euch allen her. Drum ist es da draußen ungefährlich. Lasst uns in den Untergrund gehen. Speichern. Hier gibt es kein Zurück mehr, also. Heißt auch. Safe. Da. Ha. Sehe ich grad. Hyper, hyper, hyper. Zack, zack, zack. Los. Hier geht's rein. Bitte schnell zur Makrokanone. Alles klar. Das Luftkommando. Hier ist endlich mal wieder alles richtig. Ich denke ja an, dass der Safe Game so viele Kisten schon geöffnet hat. Aber ist ja nicht so schlimm. Da hinten. Auch da. Ich muss die Kiste nicht sammeln, aber ich möchte sie. Das ist irgendwie aufregender. Ich weiß nicht, was in der Kiste ist. Noch schneller. Das Armband, okay. Oh. Ein bisschen schneller. Wenn man bloß runterrutschen könnte, wäre richtig cool. Aber okay. Go, go, go. Boah. Ah, die Gegner hier geben mir schon ziemlich dreckig. Von mir. Heißt. Von mir. Und dann lassen sie gut in Ruhe. Ab.
Verkloppt, lach die Kisten aus. Die sind mir irgendwie egal. Rechts oben stand es. Dem Rohr oder Durchführung oder. Ach. Was das auch ist, das hier. Einmal die. Ja, ein Megafon. Ja, ich hatte was Neues erreicht. Eis können wir wegtun und Blitz können wir auch wegtun. Eis und Blitz können wir wegtun. So. Jetzt behalte ich natürlich. Ja, das passt. Das sitzt mir echt zu, die Pisser. Gehen direkt hoch. In der Stand darunter. Egal, was da ist. Und ein Speicherpunkt. Da wäre gar nichts gewesen, sehe ich gerade. Speichern. Jo. Warum nicht? Wenn sich Speichern anbietet, speichern wir. Schaffi haut plötzlich ein Damage raus. Ist ja übel. Okay. Schaut mal, wo wir sind. Schienen. Das ist Barrett. Überlass das mir schnell zur Kanone. Okay. 6. Das ist erstmal 6, ne? Das wird 16. Ja, immer dasselbe. Was war das denn? So. Okay, wir sind jetzt bei 4. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir werden auf jeden Fall die Schienen bald verlassen, hoffe ich zumindest. Und schaut in die Infobox, lasst Kommentare da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.